Ich werde durch Menschen inspiriert, durch Gesichter inspiriert und durch Verhaltensweisen von Menschen. Und die Augen geben sehr viel Preis über einen Menschen oder über das Wesen dahinter, teilweise auch versteckte Seiten vielleicht von Menschen. Das Besondere an Leons Kunst ist, glaube ich, Lebensfreude und dass er das aus sich heraus macht. Dass er komplett frei ist, überhaupt nicht verkopft, sehr experimentell, und meine 20 Jahre darf experimentell sein, muss experimentell sein. Er hat für jedes Bild seine Vision. Was ich besonders finde, wie ein junger Mann so intensiv hinterher ist, Kunst zu lernen und zu leben und sich immer weiterzubilden auf seine Art und Weise. Wie jetzt innerhalb von einem halben Jahr er sich weiterentwickelt hat, noch viel radikaler geworden ist, noch viel wilder geworden ist. Aber das wird immer sensibler. Es ist alles immer voller Energie, voller Lebensfreude, und das, finde ich, wird immer genau. Und ich glaube, wir sehen auch einen Bruch in der Kunst von Leon, dass er mehr als nur die Farben nimmt aus der Tube. Er benutzt zum ersten Mal andere Materialien. Und ich denke, vielleicht entwickelt er sich in irgendeine Richtung, die ihn nochmal in eine andere Form des Künstlertums bringen kann. Ich wollte neue Dinge ausprobieren, ich wollte neue Maltechniken ausprobieren. Er ist experimentell, er bleibt nicht stehen, er geht immer weiter, er experimentiert, er versucht sich. Das finde ich unheimlich wichtig, dass das halt trotzdem eins ist, ne, mit meinem Stil, den man schon kennt, nicht was ganz Neues macht, aber sich in der Malweise, in der Technik weiterentwickelt. Verrückterweise ist, es gibt nicht viele Versuche, die nicht gut werden. Viele Leute sagen, es ist was Neues, was ich gehofft habe, dass die Leute das erkennen, dass ich meinen Stil auch ein bisschen geändert habe oder jetzt auch weiter fortführe und mich, dass ich nicht stehen bleibe einfach und mich mehr und mehr ausprobiere. Ich finde es einfach schön, dass hier ein junger Maler ist, der wirklich ranklotzt, und er hat keine Hemmung, das zu malen, was er fühlt. Bin froh, dass diese Kunst noch besser empfunden wird als davor, weil ich persönlich auch viel mehr Freude daran habe. Deswegen freut mich das so auch, dass die Leute das gleiche Empfinden haben wie ich.